Und jetzt haben wir ja uns gesagt, dass wir wenigstens einen Tag in der Woche uns auch Zeit nehmen für uns zwei, weil ich glaube, wir haben uns ein bisschen verloren irgendwie. Ja. Podcast. Also Podcast. Alright. No time, no long time, no see. Hoi, freut mich, Arti. Hoi, Samuel. Läuft. Also, die Leute wissen ja nicht, dass es zum dritten Mal schon gemacht wird. Ja, wir schäben einfach das falsche Leute, ich habe einfach das falsche Mikrofon in der Hand gehabt. Und ja, einfach am Reden und ich. Es läuft. Aber super, hast du es gemacht. Das ist ein Profi. Es ist ein Profi, weil das Problem ist, es ist mit einem One-Man-Team, oder? Und ja, es ist schwierig, Samuel. Es ist schwierig, oder? Also, Samuel, was läuft? Samuel, nichts, Mann. Was sind wir gesehen? Was ist passiert? Es ist nichts Wildes passiert, gell? Es ist nichts Wildes passiert. Aber es ist nichts passiert, Mensch, oder? Es ist einfach schleifen lassen, oder? Schon. Wir haben so eine schleifen lassen. Also, wir hatten keine Zeit, wir hatten Ferien, wir haben, ja. Also, es war Ferien, aber eigentlich könntest du auch vorausplanen, aber wir sind. Ja. Egal, weißt, ein bisschen Spannung halt, ja, ein bisschen Spannung, oder? So Leute reden, was läuft, was ist passiert? Ja, ja, ich habe letztens einen Ausschnitt gehört. Gossip, oder? Und es geht gar nicht, oder? Ich finde einfach scheiße, was die Leute da rauslabern, oder? Haben wir schon Haters, oder? Ja, eine Konkurrenz. Also die haben das Gefühl, wir sind dann ihre Konkurrenz, weil wir haben keine Konkurrenz. Auf jeden Fall. Leute haben gesagt, ja, weißt du, Podcast von denen läuft eh nur, weil sie Influencer sind, bla, okay, bla, bla. Okay. Und die Influencer haben die Followers einfach von irgendwo geholt, oder? Ja, von Bangladesch. Das musst du doch erstmal aufpushen. Darum reden wir Schweizerdeutsch und die von Bangladesch können schwicken. Die Leute, diesen Leuten musst du auch. Diesen Leuten musst du auch nur sagen, ey, weißt du was, dann wird doch Influencer. Bau dir eine Community auf und mach einen Podcast. Ja, weißt du, ich finde es auch frech, weil ich die Folge führe und nachher kommt auch so ein Move und dann denke ich mir so, du willst mir das sagen, nur weil ich auf den Charts bin und was auch immer. Ja, Mann, wo ist der Dieter Bohlen, Mann? Wo ist der Dieter Bohlen? Du mir sagen, wie du vielleicht einer von den Ersten in der Schweiz bist, aber es tut gar weh. Hat nicht so gemacht. Sorry. Du musst das übersetzen auf Deutsch. Das ist nicht, also nicht angezündet. Oh, ah, das kannst du auch zuerst übersetzen. Und nein, ich führe sie trotzdem immer noch, aber ich kann das nicht so gerne. Ja, das ist dich allein einfach so. Das ist wie bei den Coiffeuse. Immer sind die anderen Coiffeuse der Scheiße. Nein, du bist es. Du bist es Scheiße. Wenn du Scheiße bist oder wenn du gut bist, wärst du in den Charts, ohne dass du Influencerin bist. Aber ja, egal. Ja, das sind etwa die mal in den Charts, glaube ich, wenn mein. Ja, ich sage ja, ich feiere sie auch vor. Sie macht auch wirklich mega gut. Aber ja, so Moves sind einfach. Einfach ein Follow weg, oder? Nach weg. Ja, ein Follow musst du nicht. Ja, nein, schon gut, komm. Nein, ja. Ich folge dann immer noch, aber trotzdem. So, der Inhalt ist da jetzt. Ja, ja, ich weiß. Wenn ich sie anschaue, ist nicht mehr das Gleiche. Die Gefühlbasis ist nicht mehr das Gleiche. Ja, man muss kommunizieren, weißt du? Man muss reden, darüber reden. Nein, ist doch egal. Also. Ja, also wir sind trotzdem, wir haben es eben schleifen lassen, wie immer so es leisten können, oder? Oder nee, müssen wir nicht dran bleiben, damit wir aufwachen. Ich kann das nicht, Leute, ich bin eigentlich nicht so. Ja, jetzt, egal. Egal, Samuel, egal, komm, scheiß drauf. Samuel, eben, wir haben es geschleifen lassen, recht streng gewesen. Ich war noch in Albanien gewesen. Ich habe meine erste Doku gedreht. Ja. Meine erste Dokumentation. Nach der Geburt von der Juna, was war das Highlight von diesem Jahr gewesen? Ja, sagen wir mal, ich muss dir ehrlich sagen, es sind viele Highlights gewesen, vor allem auch eben, dass ich meine Selbstständigkeit weiter führen konnte, weißt du? Ja, nicht selbstverständlich. Mhm. Voll Gas geht dort und aber auch ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich Limitless aufgebaut habe, also mein Format. Das war aber letztes Jahr, gell? Ich weiß, aber weißt du, dass es weitergeht? Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt ja Sachen, die du machst und nicht mehr machst dann, mit der Zeit. Und es steht einfach immer noch. Ja, voll. Und es ist schon jetzt in einem Jahr, im Januar wird es ein Jahr Limitless. Mhm. Und nach einem Jahr eben gerade Doku.
rausgehauen. Also dies nach also einem Jahr. Kommt noch, Leute, am 7. Januar. Am 7. Januar. Stay tuned. Stay tuned. Stay oversizes. Was heisst du überhaupt? Stay oversized. Das Stay grosse Grössen. Ja. Ja, ja. Geh bestellen. Ja, so und, das, also man sieht ja schon mal den Pulli. Ich weiß ja nicht, wer der designt hat, oder? Aber ich habe da mal was gehört von Ardiana. Wie kommt. Nein, das stimmt nicht. Ey, der ist warte so frech. Warte schnell, warte schnell. Warte schnell. So frech. Ich hatte ja die Idee, einen Pulli machen, oder? Ja, wow, ja. Oder? Mhm. Also nicht ein Merch, sondern ich wollte einen Pulli machen, T-Shirts und so, einfach, dass ich das in den Videos anlegen kann. Und vielleicht kommt ja Merch, ich weiß nicht. Oh aber und ich wollte da Limitless schreiben. Ja, langweilig. Warte schon. Limitless schreiben. Und hinter dem Rücken wollte ich einen Spruch schreiben, okay? Ja. Und die Sachen, die ich schon gemacht habe, habe ich schreiben. Und dann haben wir so ein bisschen Brainstorming. Was hast du wollen schreiben? Die Sachen, die ich schon gemacht habe. Und vor dem, was hast du? Ein Satz. Ah, ein Satz. Das, was wir tätowiert haben. Ah, ja. Stimmt. Ja. Ja. Weißt du, welchen Satz? Ja. Sag. The. Mhm. Fear is of the others. Ja, 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 of course, of course. Yeah. The fear is. Nein. The best thing. Ah, the best thing of. Oh yeah, of course, of course, yeah. Scheiße! The best thing in life is on the other side of fear. Yes, 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 yes. Yes. Und ja, aber trotzdem, wenn ich den Bulli so design wie er jetzt also, ist. Warte schon. Und das tust du einfach nicht overraten. Nein, das stimmt. Coming from Australia. weißt du, wie wir den machen? So quasi. Ah, der, wo im Mikrofon übersetzt. No, hast du gesagt, Samuel, mach doch, tu doch nicht schreiben, sondern tu doch Bilder machen. Also tu es doch bildlich darstellen. Und das, die Bilder habe ich designt. Ja. Erstens. Es geht ja um die Designerin. Und Designerin. Das hast du auch gesagt, so gerade ja. Schräg würde auch geil aussehen. Danke. Das hast du gesagt. Eben, nee, hast du das. Nicht gemacht. Ja, was hast denn du jetzt gemacht? Ja. Design? Nein, Design, Design, sorry, Design habe ich. Nein. Sag mir doch. Du hast mir geholfen. Nein, ich habe dir gesagt, das ist so mal. Und dann habe ich dir gesagt, mit Bildern und unten noch deine Sachen, die du. Genau, so wie du es machst. Ja, aber Design, nachher habe ich ja das gemacht mit dem T-Shirt, an der Tat. Ja, das hast du schon gemacht. Also. Das, aber die Idee, mein Design, okay, also jetzt ist es stimmt, Skizze, stimmt, gell? Ja, okay. Weil das meine Skizze war. Okay, ist gut. Ja, zeig. Du hast es gemacht. Was zeigt? Die Bull. Warte, ich zeig. Ja, komm, steh auf. Ja, aber man sieht, ich muss so weit twerken. Ja, du bist voll nicht fokussiert. Nein, man sieht, ich habe dir gesagt. Bin ich jetzt noch fokussiert? Ja. Ja, egal. Wir sehen ja, es in der Doku dann. Auf jeden Fall, ich bin richtig stolz auf dich, Samuel. Wow. Und du hast auch das Studio nicht gekauft, oder beziehungsweise gemietet. Ja. Wärst du nicht so erfolgreich geworden. Und, und ja, du hast dich echt weiterentwickelt. Genau. Ja. Du bist echt da oben. Von da unten. Nein, so wie du. Wirklich wie weit unten gewesen. Also er ist sicher auch, also du bist in diesem Jahr auch am Ende, also am tiefsten Punkt von deinem Leben, glaube ich, ja. Und am höchsten Punkt. Das ist super. Ja. Das finde ich sehr gut. Leute, aber ich auch. Du auch, ja. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, Mann, ich bin wirklich. Wow, Mann. Das war heftig gewesen, was ich dort durchkämpfen. Ja, Leute, als Frau ist es auch nicht einfach, so einen Mann zu unterstützen. Ja, Mann. Also, es ist schon einfach gewesen, aber es ist so. Ja, ich kann einfach. Nervenberaubend, Leute. Jeden Tag. Mir gesagt, wie scheiße es ihm geht. Und irgendwann bist du so, ja, egal, du machst es, du bist gut, du bist gut, du bist dies. Aber irgendwann sucht er dich so auf, also beziehungsweise du hast mich so aufgesogen, dass ich auch so scheiße drauf war. Und irgendwann habe ich dann müssen sagen, look, ich unterstütze dich bei allem, aber heb einfach deine Fresse. Heb deine Fresse und komm nicht mehr zu mir mit dem Scheißproblem. Nein, ich habe auch gesagt, du musst es einfach anders. Ich konnte es nicht mehr hören, Es ist Leute. Wirklich bis zu einem Zeitpunkt, also es war ja so, gewesen, dass ich Kunden hatte, okay,
Aber ich habe Kunden gehabt, aber ich habe irgendwie, ich habe mich mit dem zufrieden gegeben irgendwie und habe Geld verdient dann und habe dann das Studio genommen und eben das Studio ist jetzt nicht gerade günstig, es ist auch verdammt gross. Mhm. Es schallt auch noch ein bisschen vielleicht, weil eben es ist noch leer, aber noch plötzlich, und ich habe investiert da drin und Sachen gekauft, Equipment und so weiter und plötzlich war ich bei null gewesen. Und keine Kunden. Selbstständig musst du immer ein bisschen etwas spatziges haben, weißt du? Und dann. Ja, nie, dann, Leute, war er im Loch. Ich war im Loch, ich bin nicht rausgekommen. Und dann habe ich Steve Harvey gelost. Du hast mich weiter, du hast mir weitergeholfen, das ich schwör. Du musst dir mal vorstellen, es gibt ein paar, die hätten vielleicht gesagt, hey, sag mal, bitte. Such dir einen anderen Job, also such dir einen Job. Weißt? Mhm. Und ich war auch kurz davor, gewesen, irgendwo ich wieder anstellen lassen. Mhm. Und eben Steve Harvey, und er hat den ganzen gesagt, manifestieren, manifestieren. Und dort hat es Klick gemacht. Und seitdem glaube ich wirklich, dass manifestieren. Genau, ich glaube, an dem Tag, wo wir geredet haben und du gesagt hast, ab jetzt denke ich nicht mehr so, ich denke nur noch positiv. Leute, an dem Tag, oder es ist glaube ich sogar an dem Tag gewesen, welcher Kunde war es? Kannst du das sagen? Es war ein grosser Kunde, der wo dich wieder motiviert hat zum Anfang. Ich weiß nicht mehr, wer es ist. Ich weiß. Ich glaube. Best Smile? Also Best Smile sowieso, aber ich glaube, XX, also ja, Lutz war es. Ja. Plötzlich ein Mail kam. Ja. Plötzlich ein Mail kam. Kommt, also weißt, sie wollen wieder zusammenarbeiten, okay. Dann weiter geht's, plötzlich nochmal ein Kunde rausgekommen. Terra Beauty, Beauty and Style, Beauty Secret. Mhm. Plötzlich sind sie gekommen, weißt du? Emil Frey jetzt. Also wirklich krass. Pegasus Finance habe ich auch. Ja. Das ist echt geil, wirklich. Und jetzt habe ich 5 Stammkunden. Und weißt du noch, als ich meine grössten Ziele habe ich auf meinem Handy geschrieben. Mhm. Ich habe so aufgeschrieben. Mhm. Und bei einem Ding, also ein Ziel war ja, einen 5-stelligen Auftrag reinholen. Mhm. Und ich bin dort auf dem WC gewesen. Und plötzlich kommt ein E-Mail, eben, kannst du anrufen, bla bla bla. Habe ich angerufen, ich war auf dem WC. Ich weiß nicht. Es sagte mir einfach, eben, es geht um einen 5-stelliger Bereich, um einen Auftrag. Und es ist einfach alles gekommen, weißt, nur weil du anders gedacht hast. Ja, fix. Und auch das, ich meine, das ist mein grösster Traum war, eine Doku machen. Und so eine Doku kostet halt, weißt du. Und ich bin in Ibiza und hatte dort einen Auftrag gehabt, mhm, für Live Up. Das ist übrigens auch ein Kunde von mir jetzt. Mhm. Also schon lange. Und dort habe ich einen kennengelernt, ICM-Bau. Das ist der Geschäftsführer dort. Und das ist ein mega cooler Sieg, jung, mega erfolgreich. Und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich dann eben mit dieser Doku im Kopf gehabt, in Albanien. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wer passt, weißt, als Sponsor? Wer passt? Ja, wir haben sehr lange gesucht. Wir haben sehr lange gesucht und er ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, weil er cool war, weißt, jung. Keine Ahnung, er hat mir einfach irgendwie gepasst, er hat irgendwie den Trieb gepasst. Mhm. Und ich so, weißt du was, ich mache dem jetzt auch eine Sprachnachricht. Habe ihm eine Sprachnachricht gemacht. Und ey, das ist, glaub ich, das ist nicht mal 12 Stunden gegangen. Mhm. Er hat einfach Ja gesagt. Ja, man, krass. Einfach weil du also anders gedacht hast. Und eben hat mir dann auch gesagt, also, du bewegst dich und ich will dich unterstützen und ich weiss, wie es ist. Einfach krass, keine Ahnung. Und jetzt ja, steht aber du hast es allgemein, Mann. Ich meine, ich hätte niemals. Du bist so, wenn du etwas willst, dann willst du es unbedingt und du schaffst es auch immer, du weißt das. Du schaffst es immer, das zu machen und
wo du gesagt hast, Doku. Ich habe schon an dich geglaubt, weißt, ich habe schon gewusst, was du willst und was du vorhast. Aber ich habe mir nie vorgestellt, so, was hat er, weißt du, so blöd gesagt, was hat er das Gefühl, dass er eine Doku macht? Weißt du, so habe ich gedacht. Ja, ich schwöre auf Gott, nicht böse gemeint, aber es war so unrealistisch für mich, so eine Doku zu machen. Und nachher, und du weißt ja auch diese Geschichte, er hat mir auch schon gesagt, ja, du unterstützt mich irgendwie bei dem nicht. Aber er hat mich so mit dem triggert, immer limitless, was soll ich machen. Und ich habe dann immer die Ideen gebracht, und du weißt ja selber, ich habe immer die Ideen gebracht und dies und das, bla bla. Und irgendwann hat mich das so genervt, weil er immer wieder mit dem gekommen ist und immer negativ. Und mich hat es dann automatisch auch abgezogen, dass ich immer noch in dem Loch stecken geblieben bin von dir. Und du bist aber schon lange aus dem Loch raus und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, eben, wie gesagt, ich habe schon gewusst, du schaffst das, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, wie und was du genau vorhast. Ja. Aber der Krenar ist ein Mann oder ein Mensch, wo so etwas Krasses im Kopf hat, so wirklich bildlich, so wirklich eine Vorstellung, wo er einfach schafft umsetzen. Ja. Und wo er nachher zurückkam ist von Albanien, ich hatte die schlimmste Zeit von meinem Leben gehabt, wo er weg war, das ist eine Nebensache. Kommt er zurück, schneidet er seinen ersten Trailer, und wo ich nur schon den Trailer gesehen habe, ich so dachte, oh mein Gott, wie schlimm hast du müssen sie als Freundin zum nicht daran glauben, dass du das schaffst. Nein, das war doch nicht schlimm gewesen. Ja, aber ich glaube, weißt du, so, ich habe nur so gedacht, so, krass, wie krass du das gemacht hast. Echt krass, Leute. Ja. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt bei Nali Creation oder bei Nali. Nali. Bei Nali, Bodenstrich, müsst ihr unbedingt den Trailer anschauen. Das ist wirklich krass. Also, wirklich krass. Ohne dass ich jetzt irgendwie welche Werbung machen will. Und es ist so ein richtige Doku, wirklich, wie man es im Fernsehen kennt. Und dort habe ich so müssen sagen, so alter Mann, du hast alles im Griff. Danke zusammen. Danke. Nein, jetzt ohne Witz. Und dann alle haben mir auch gesagt, so, du unterstützt mich bei allem und so, aber was das mit der Doku angeht, habe ich mir ein bisschen mehr erwartet und so, bla bla, hast du mir auch gesagt. Ja. Und dann, ja. Aber jetzt für die Premiere unterstützt du mich extrem. Ich unterstütze dich immer so. Also, ja, logisch. Aber ich habe nur nicht verstanden, was du genau willst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das wirklich blöd gesagt auf die Beine bekommst. Vor allem du allein. Ja. Ich meine, du hast es allein mit dem Don Rowe gemacht, aber das war's. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie du das machen wirst. Und es ist wirklich du und der Don Rowe. Und ich meine, im Fernsehen sind es etwa 70 Leute, die das machen. Ja. Darum habe ich es mir wie nicht vorstellen. Und dachte, ja, wenn er es macht, dann ist es so ein bisschen die billige Version von einer Doku, die man im Fernsehen kennt. Aber nein, es ist nicht besser, wirklich. Also für ja, das gut, ich muss sagen, eben der Don Rock, eben, der ist eh ein Magier, was Videografie angeht. Und ich habe alles von ihm eigentlich gelernt. Ja. So ein bisschen mein Hero, was das angeht. Aber eben, zum Glück habe ich ihn dabei gehabt, wirklich. Er hat mir einiges erleichtert. Mhm. Aber was ich auch wieder sagen mit Vision, weißt du, so das im Kopf. Ich meine, du hast auch sehr viele Sachen im Kopf. Und es gibt, ich habe letztens ein Video gesehen von einem Disney-Film. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Und ich habe es am Anfang gar nicht zu checken, bin ich google und so, weißt du, was es eigentlich heisst. Und die Frau sagt am Mann, aber es sind Disney-Figuren, weißt du? Mhm. Und sagt am Mann, ein Fisch geht zu einem älteren Fisch und sagt, hey, sorry, weißt du, wo der Ozean ist? Und nachher sagt der alte Fisch, was läuft mit dir? Du bist gerade drin, weißt du? Nachher sagt der junge Fisch, er so, nein, das ist Wasser. Ich suche den Ozean. Mhm. Verstehst du das? Mhm. Verstehst du das? Ich glaube schon. Erzähl mal, was verstehst du? Er sucht einen Döner. Das ist wie wenn ich würde sagen, ja, wo ist die Welt? Weißt? Und du sagst, du bist ja schon in der Welt. Nachher sage ich, ja, nein, aber ich will die ganze Welt sehen quasi. Ja, nein, es ist, oder es ist mal, mehr. Also ich habe nachher gegoogelt und gesucht und so, was ich habe es nicht gecheckt. Mhm. Weißt du, und
es ist ja etwas zum Nachdenken. Es heisst so wie, du hast ja eine Vision, weißt du? Egal, also es ist so, egal, das, was du, zum Beispiel, wenn du etwas erreichst, oder? Du willst zum Beispiel, sagen wir mal, Schauspielerin werden, aber du bist noch nicht dort. Du bist im Theater, aber noch keine Schauspielerin, in dem Sinn im Film. Weißt du, das, wie soll ich das erklären? Es ist so wie, du musst das erreichen, was du erreichen willst, damit dein Leben so aussieht, wie du es willst. Damit es endlich der Ozean ist. Weißt du, was ich meine? Ja. So in diesem Stil. Ja. So habe ich es jetzt verstanden. Und ich habe es irgendwie sehr cool gefunden. Also egal, weißt du, nur du hast den Film im Kopf, was du willst. Und weißt? Ich glaube schon, dass nur du kannst wirklich dein Leben halt auch lenken. Genau. Um das also ist gegangen. Wenn du das Beste von deinem Leben rausholen willst, dann bist du verantwortlich. Ja, und nicht am Warten, bis da das Geld auf den Bäumen runterkommt. Genau. Das ist so ein bisschen das. Aber es ist nicht nur das Geld. Es ist halt Gesundheit. Nein, definitiv nicht. Also Geld macht definitiv nicht glücklich, Leute. Das kann ich euch unterschreiben. Sagen wir, aber jetzt, hey, genug über mich, oder? Danke vielmals für die Komplimente. Ja, oder Lion. Hey, sagen wir, danke. Also, das haben wir wirklich gut getan. Schon lange nicht jemand gesagt, ja, wir stolz haben auch auf mich. An dir? Ja. Oh. Das hat mir richtig gut getan. aber. Was ist eigentlich dein? Was ist dein, also nebst jetzt die UNO, logischerweise, was ist dein Highlight von 2023 eigentlich? Ich weiß irgendwie gar nicht. Also ich kann es dir irgendwie nicht sagen. Also mein Jahr war irgendwie mega scheiße gewesen. Ja? Ja. Also wenn ich so zurück. Also hast du Up and Downs gehabt, meinst du? Ja, aber so im Grossen, also ja, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt so hin. Es war für mich ein sehr dramatisches Jahr gewesen. Ich glaube am Anfang einfach. Ja, nicht nur am Anfang. Ich habe das Gefühl, von diesem Jahr habe ich psychische Schäden irgendwie. Ohne Scheiß. Ja. Ich habe. Siehst du, ich kann nicht mal reden, Leute. Ich habe Sprachfehler, weil ich so seelisch am Arsch bin, glaube ich. Schon? Ja. Okay. Und das Jahr war es ganz schlimm. Eben Geburt. Nicht Geburt war super, aber ich meine, so das nach der Geburt. So das. Dann mit meinem Vater und. Das, was wir jetzt am Erleben sind, mit dem Schlafmangel. Und es ist einfach wirklich für mich irgendwie ein ganz schlimmes Jahr. Okay. Aber ich hatte natürlich auch ganz schöne Momente gehabt. Wie zum Beispiel, ich habe mein Management gewechselt. Das war ein erfolgreicher Moment gewesen, wo ich das Management auch gewechselt habe. Nicht, weil es vorher irgendwie voll brutal schlimm war, aber ich wollte das einfach schon länger wollen. Und dann sicher mal das. Dann meine beste Kollegin hat geheiratet. Das war mega schön für mich. Und was war noch? Swiss Influencer Award. Ja, der Award habe ich gewonnen. Das ist natürlich für meinen Job ist das halt einfach ein Award. Ich bin die Beste in meinem Job. Zähl mir 5 Leute, die einen Award haben. Leonardo DiCaprio. Und ja, der Award war sicher schön, aber das ist halt eben, wie gesagt, so ein Moment, was schön ist. Aber es ist so, das geht wie schneller vergessen, weil es halt nur ein Award ist für mich. Es ist halt nur ein Award für dich. Ist so, oh, voll der Award. Mhm. Also ich will es gar nicht klein reden. Ich weiß, was du meinst. Es ist, es ist für mich voll. Es ist dort in dem Moment, es ist schön. Ja, dann vergisst also, es irgendwie. Es ist, ich habe nie mehr darüber geredet, ich habe niemandem mal erzählt, ich habe einen Award gewonnen. Ja, logisch. Obwohl es eigentlich etwas voll Grosses ist. Wie gesagt, ich bin ausgezeichnet worden für die Beste in meinem Job. Das ist schön. Und du musst nicht brüllen. Ja, ist schon gut. Und, und sonst habe ich den Rekord von meinem. Ja, Monatsrekord hast du gesprochen, ja. Monatsrekord geschafft von meinem Umsatz von meinem Verdienst. Crazy, ja. Und das ist auch krass, das habe ich letztes Jahr geschafft. Also letztes Jahr habe ich meinen Rekord gemacht und dieses Jahr habe ich es noch gesprengt. Ja, als selbstständig ist das ein Erfolg, Mann. Ja, also für Ende Jahr, also im November war es. Geil. Und das hat eben, wie gesagt, mich schon glücklich gemacht, aber es ist einfach.
Es ist einfach da, es ist einfach. Wow, du weißt, wie ich reagiert habe. Mhm. Ja, cool. Einfach so die Zahl und nachher. Ja, es war cool. Mhm. Schön. Aber nicht so, oh mein Gott! Und das finde ich irgendwie so ich schade glaub, an mir. Eben, ja, ich wollte sagen, im Fall, ich habe. Ich höre aber gerade. Ich weiß nicht, ob das cringe ist, aber ich höre sehr viel so Bücher, also wie heißt das? Hörbücher. Mhm. Und jetzt höre ich gerade ein Hörbuch. Ja. Sagen wir das so? Hörbuch. Ein Hörbuch. Über drei Personen, die mich für Limitless inspiriert haben, weißt du, mhm. wie das zustande gekommen ist. Und der erwähnt die ganze Zeit in dem Buch, dass immer wenn etwas passiert ist, auch wenn es klein war, die sind ausgerastet. Haben immer gesagt, sie sind umeinander gelaufen, es haben geschrien, oh mein Gott, yes, dude, und so, weißt du, die ganze Zeit so klatscht und gemacht und da. Und ich glaube, das ist auch so für den Kopf, ist es, glaube ich, so etwas sehr Positives. Ja, fix. Wenn du durchdrehst, weißt du? Ich bin weiss, es schlimm. Und ich glaube, eben das ist das selbstverständlich sein, glaube ich. Ja, nein, das, nicht mal selbstverständlich. Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ich das geschafft habe, aber es ist so. Wie gesagt, es macht mich nicht glücklich. Es macht mich nicht mehr glücklich. Am Anfang bin ich so, boah, weißt du, da habe ich schon so sehr viel und sehr geil, was soll ich mit dem anfangen? Und jetzt bin ich so, ja, es ist da, aber es macht mich nicht glücklich. Und es ist so schlimm, Leute. Ich bin noch nie so tief gewesen wie jetzt, glaube ich, von diesem Jahr. Aber ich bin auf jeden Fall dran, irgendwie wieder positiv zu sein. Ja, wir schauen. Ja, ich bin. Bist schon positiv? Ich also, ihr müsst das so vorstellen: Ardiana ist. Also, Ardiana hat. Wenn du überlegst, du bist eine Person, du kommst in einen Raum rein, wo vielleicht richtig kalt ist, die Familie zum Beispiel, und du wärmst die sofort, weißt du, mit deiner positiven Aura. Das machst du heute noch. Mhm. Aber allein, für dich allein, vergisst du dich. Du gibst die Energie lieber den anderen. Ja. Also so sind ihr alle drei Schwestern, habe ich das Gefühl. Und das ist auf der einen Seite mega positiv, weißt, dass ihr könnt den ganzen Saal könnt ihr wärmen, weißt, ihr könnt so viel positive Energie ausstrahlen. Und der ganze Saal geht es dann, also am ganzen Saal geht es dann gut. Mhm. Jede Person, die da drin ist. Das finde ich mega krass. Das ist so eine Aura, die ihr habt. Aber euch vergessen ihr mega oft. Und ja, das musst du auf jeden Fall mitnehmen. Zusammen. Für 2024. Ja, ich bin auf jeden Fall. Die Tür einfach zumachen und die andere aufmachen, wenn du den Schlüssel hast. Und wenn du den Schlüssel nicht hast, gebe ich ihn dir. Ich boxe die Tür auf. Ja, also. Wie gesagt, es waren eben Up und Downs, aber für mich so rückblickend war mein Jahr voll scheiße. Außer halt geschäftlich, aber das ist eben das, was mich in dem Moment nicht erfüllt hat. Ja, logisch. Eben dort merkt man dann, dass das Geld einfach nicht alles ist. Eben ja, darum sage ich, es ist wirklich nicht alles. Klar, Geld macht glücklich für den Moment, weil du hast keine Sorgen, du hast alles, du kannst dir gleich noch Sachen leisten, aber es ist nicht. Es macht dich nicht glücklich. Mm. Nur für den Moment. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Und ja, vielleicht muss man es einfach noch mehr schätzen. Also ich. Ja. Und ja, und sonst, was ist mit dem Jahr so passiert? Weißt du gerade etwas? Ja, nein, sagen wir. Also es war wirklich ein bisschen ruhiger gewesen. Und eben die Ferien, die wir hatten, die haben noch mega gut da. Und jetzt haben wir ja uns gesagt, dass wir wenigstens einen Tag in der Woche uns auch Zeit nehmen für uns zwei, weil ich glaube, wir haben uns ein bisschen verloren irgendwie. Ja. Was, also nicht, dass es jetzt schlecht läuft bei uns, aber. Nein, es ist, aber wir sind einfach so. Es ist zu monoton, weißt du? Es ist einfach so, du kommst heim, hoi, hoi. Was hast du Hunger? Ja, das, was willst du, das? Juna brüllt, ah, das, soll ich Milch machen, soll ich das machen. Sie brüllt wieder,
Also es ja, es ist auch so, die Routine ist, die Routine ist jetzt die. Halt auch nicht, dass wir irgendwie genau. Sagen, es ist so 8 Uhr und wir haben dann die Zeit für uns. Das können wir ja auch nicht, weil sie halt mega schlecht schlaft. Und das hat uns jetzt momentan richtig gefickt, Mann. Ja. Als Paar. Ja. Aber wir sind jetzt ein starkes Paar, darum hebt es noch eine Woche wir noch da. Brutal. Aber auf jeden Fall hat der Nalimon ein Essen organisiert, das zweite. Ohne Juna. Und das ist auch gut. Einfach ja, ich glaube, das braucht es einfach. Ich weiß, dass vielleicht eben die ein oder andere Mutter oder Vater sagt, Alter, ich habe 3 Kinder, man, was lebt mit dem, mit einem? Ja, aber das aber, ist eben das. Ja, red weiter, das regt mich gerade auf. Nein, aber das Problem ist halt eben, ihr müsst ja doch immer auf den Lebens... also weißt du, ich meine, ich... Logisch... aber keine Ahnung, ich kann es dir mal erklären, weil... Das ist für mich einfach keine Ausrede, weißt du? Es ist so wie... Es ist so wie du... Ja, red du weiter, ich muss es überlegen. Zum Beispiel, meine Mutter ist mein grösstes Vorbild, oder? Was Erziehung angeht, was Mutter angeht. Aber wenn ich mit ihr zum Beispiel manchmal rede und ihr zum Beispiel mitteile, dass es mir scheiße geht, dass ich nicht mehr mag oder so, keine Ahnung was. Also nicht, dass sie das nicht ernst nimmt, aber sie sagt dann immer so zum Beispiel, boah, jetzt, ich habe auch 3 Kinder auf die Welt gebracht und allein geschaut und so, weißt du? Dann geben sie dir immer das Gefühl, dass du so schlecht bist, dass du nicht mal auf ein Kind schauen kannst. Aber früher, entweder hat sie es vergessen, weil das vergisst man ja, das ist ja Natur, weil sonst würdest du kein Kind mehr machen, würde man das nicht vergessen. Entweder hat sie es vergessen, wie schlimm die Zeit war, oder sie haben einfach wirklich in dem Rausch von früher schaffen, Geld, also wie uns Kind ganz ausblendet oder keine Ahnung, anscheinend sind ja alle Kinder von früher an immer durchgepennt. Ich weiss es auch nicht. Und dann sagt jeder, ja, wir haben 5 Kinder auf die Welt gebracht, ohne Geld, ohne dies, ohne das. Ja, das ist schon so, aber wieso redet dann niemand über die Emotionen, die ihr gehabt habt? Haben ihr dann nie mal nie Downs gehabt als Eltern? Also, es ist so nie scheiße gegangen. Sind ihr nie überfordert gewesen? Ich sage so, früher und jetzt kannst du ihn nicht vergleichen, die Personen an sich, die Charaktere, die es gehabt hat, weil, sind wir ehrlich, also die heutige Generation oder eben einfach unsere und jetzt sowieso die jetzt spätere oder frühere, spätere Generation, die sind schon ein bisschen schwächer, was emotional angeht, weil alles ist alles steht. Ja, weißt du, das, ja. Auf der anderen Seite denke ich, dass sehr viele Leute von früher, von der Generation von meinen Eltern, von deinen Eltern, jetzt mit sehr viel Traumas leben. Das heisst, emotional sehr zerbrechlich sind, weil sie alles runtergeschluckt haben. Was ja schlecht ist. Weißt du, was ich meine? Und ja, das ist halt die Folge, weißt du, von dem. Ja, aber weißt du. Und man fühlt sich einfach nicht verstanden. Und eben dann denkst du so, hey, bin ich jetzt wirklich zu dumm oder wirklich zu labil, um ein Kind aufzufallen, also zum ein Kind erziehen? Ja. Wieder jeder Schippi sagt, ja, wir haben 5 Kinder auf die Welt gebracht und wir haben keinen Nervenzusammenbruch gehabt. Kann man nicht vorstellen. Ja, eben, keine Ahnung, was da zumal war. Ja, ich denke auch einfach, es ist auch. Keine Ahnung, sie haben wie nicht den Druck gehabt, ich muss raus, ich muss das, ich darf das nicht verpassen. Sie haben nur geputzt, geschafft natürlich fürs Geld und Familie gehabt, ja, voll. Die sie besucht haben. Sie haben nicht, ja, ich muss jetzt da noch, keine Ahnung, noch das Auto kaufen und da, weißt du, so der Druck von der Außenwelt. Oder keine Ahnung. Definitiv, also der Lebensstandard hat sich auch geändert. Weißt du, was ich meine? Du brauchst auch jetzt mittlerweile also viel mehr Geld als früher. Weißt du, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, kann ich die schönste Kindheit auf dieser Welt haben. Für mich natürlich. Weil meine Eltern haben so wenig gehabt. Und gleich haben wir immer etwas unternommen. Wir sind immer Alpamare, wir sind immer
keine Ahnung, Spielparadies, immer ist die Juckerfarm. Also wirklich, wir haben immer etwas unternommen, für das, dass meine Eltern wirklich kein Geld hatten und für das, dass sie drei Kinder hatten. Ja. Weil es gibt Eltern, die sagen, ja, das ist mir zu anstrengend, ich gehe nicht. Weißt? Ja. Aber gleich freut mich auch, dass sie das gemacht haben. Es ist so krass. Ich, entweder lügen sie uns einfach an und haben es ganz vergessen, wie streng es ist. Oder sie haben es wirklich einfach ja, genossen. Ja, es war halt nur das, gewesen, weißt du? Das war das Leben für dich. Eben, ja. Und jetzt bei unserer Generation ist das Leben, aber es muss noch das, das, das und das haben. Und was ich auch noch sagen will, zum Beispiel unsere Mütter haben nicht das frühere Ich gehabt. Sie haben nicht das. Das, zum Beispiel, ich hatte das Partyleben, ich hatte das einfach frei umreisen, ich hatte das mit dir einfach irgendwo hingehen, essen. Das haben unsere Eltern nicht gehabt. Sie haben wirklich nur Kindheit und geheiratet. Ja, und darum haben sie wie wahrscheinlich auch die Babyblues gar nicht erkannt, weil sie gar nicht das vorher vermissen. Weil vorher sind sie auch bei den Eltern eingesperrt und dann wahrscheinlich nur in die Schule sind sie gegangen. Ja, voll. Und heute ist es halt anders, weil du bist als Jugendliche bist du ganz anders als die von früher. Mm. Ja, das könnte es 100% sein. Definitiv, dass sie so nicht das alte Ich vermissen. Denke ich auch so. Ja. Schön. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner Satz gewesen, wo wir den Podcast schleifen lassen. Ja, es war auf jeden Fall ein turbulentes Jahr gewesen und für dich wahrscheinlich ein schönes Jahr, was ich sehr schön finde. Ein schönes logisch, aber auch, eben wie gesagt, es war für mich ein Up and Down gewesen und vor allem wegen dir auch ein bisschen unterstützend die ganze Zeit mit deinen Sachen, weil was deine Probleme sind, sind auch meine Probleme. Ja, ebenfalls. Ja. Ja, dann schön, ich haben wir sagen, diese Selbsthilfegruppe heute. Ich schwöre, es war brutal, Mann. Ich schwöre, es hat sehr gut getan. Es ist, hoffentlich. Ja, es ist halt nicht immer haha, oder? Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja, voll. Es tut ja auch mal gut über Gefühle reden und ich rede glaube nicht so oft über mein Gefühl. Dann lade ich doch noch einen Satz wieder offen für den Abschluss. Und zwar: ein junger Fisch geht zum alten Fisch und sagt, wo ist der Ozean? Ich suche den Ozean. Und der alte Fisch sagt, Kollege, du bist drin. Und der junge Fisch sagt, nein, nein, das ist Wasser. Ich suche den Ozean. Dann so, nein, du bist so dumm, Alter. Was bleibt mit dir eigentlich? Ciao. Tschüss.